Hallo, heute gibt es mal ein lecker Krabbenbrot mit Büsumer Krabben, frischen Wachtelspiegeleiern und einer kleinen Salatgarnitur. Ich nehme heute dafür 200 Gramm fertig gepulte Krabben. Wer an der Küste wohnt, kauft sich natürlich frische und pult die selber. Ist immer noch mal ein bisschen geschmackvoller. Dafür habe ich heute frische Wachteleier, die sind aus eigener Zucht. Dann habe ich hier hinten etwas Salat, ein paar Salatblätter, etwas Gurke, ein paar Tomaten und ganz lecker frischen, selbstgeernteten Schnittlauch, der erste dieses Jahr. Dann habe ich noch ein bisschen Pfeffer, das brauche ich nachher nochmal für die Krabben. Ein wenig Frischkäsecreme, in dem Falle nehme ich hier welche ein bisschen mit Meerrettich. Etwas Butter zum Anbraten von den Eiern. Hier vorne liegt noch meine Wachteleischere. Damit lassen die sich wunderbar aufmachen. Und natürlich noch etwas frisches Brot. Auf das Brot werde ich jetzt erstmal was von dem Frischkäsecreme hier geben. Die ist hier so ein bisschen mit Meerrettich. Man kann aber auch Natur nehmen, man kann aber auch ein bisschen Salatcreme nehmen. Und wenn man das gar nicht mag, einfach ein bisschen Butter. Oder man lässt es ganz pur und macht gar nichts weiter unten drunter. Ich mag das sehr gerne mit dieser Meerrettichcreme. So, das gebe ich dann schon mal auf den Teller. Da habe ich jetzt schon mal so eine kleine Salatgarnitur gemacht. Ein bisschen Gurke, Tomate, ein paar Salatblätter und etwas frischen Schnittlauch. Die Wachteleichen mache ich jetzt hier mit meiner Wachteleischere. Das geht hier ganz wunderbar. Da lässt sich einfach der Kopf abzupfen. Dann stelle ich sie erstmal in so eine Steige wieder rein. So, ich werde heute 4 Stück nehmen. Als erstes kommt dann die Butter in die Pfanne und dann gebe ich in die warme oder heiße Butter die Wachteleichen rein. Ja, die lassen sich hier wirklich wunderbar aus der Schale rausdrücken oder rauslaufen. In der Zwischenzeit werde ich mir jetzt schon mal die Krabben aufs Brot legen. Von den Krabben kann man also ruhig reichlich drauflegen. So, da gebe ich jetzt gleich schon mal Pfeffer drauf. Und dann kommt auch schon mal vom Schnittlauch. Und dann können auch schon die Wachteleichen drauf. Ja, das bisschen Butter, was hier ist, das kann ruhig noch damit zu. Das Ganze jetzt noch ein bisschen positionieren. Dann noch ein wenig salzen. Auch hier sind auf den Salat noch ein wenig Salz drauf. Ja, und das war es dann auch schon. So werde ich das jetzt servieren. Das schmeckt wirklich sehr lecker, ist einfach gemacht. Ich wünsche jedenfalls viel Spaß beim eventuellen Nachmachen und natürlich auch einen guten Appetit. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss!